ich jetzt kurz zeige. Ich habe versucht herauszufinden, was die Firmen machen. Und was mich sehr überzeugt hat bei ABB, dass man auf Seite 3 oder 4, also ganz am Anfang, seht die Seitenzahl nicht, sofort sieht, was die tatsächlich machen. Wo man sofort alles sieht, sowohl Absatz, also ihre Aufträge nach ihren Segmenten, aber auch die Absatzmärkte. Und man sieht auch, in welche Märkte sie verkaufen. Und das ist also ganz klar, ganz stark ein westeuropäisches Spiel. Und ich glaube, das ist ja ein Teil jetzt von unserer Story, oder? Energiewende, Europa. Und es ist im Bereich Elektrifikation und der Bereich Oil. Haben wir das irgendwo gehabt? Da Oil and Gas ist nur 10%. Ja? Auch einiges ist im T-Building und was das T und I ist, weiß ich nicht. Lustiger, wie die Leute mit Abkürzungen um sich schlagen, die man noch nie gehört hat. Ja. Also ABB finde ich gut. Mein Plädoyer wäre, das zu kaufen für das Wikifolio. Ich finde ABB eine gute Investition. Gehen wir nochmal zurück auf die Watchliste, schauen wir ABB an. Super Value-Ränge. Ist eine super Firma. Ich glaube auch an die Mentalität. Schweiz, Schweden finde ich gut. Ich habe gerade eine Analyse von Bernst & Research gelesen zu ABB. Die haben sie auf Outperform gesetzt mit Kursziel 37 Franken. Und die sagen halt, es sei ein führendes Wachstumsunternehmen mit günstiger Bewertung. Mit ABB könnten sie auf eine neue Ausrichtung des Konzerns setzen. Und man erwartet nur einen geringen Impact der Preissteigerungen und der Russland-Sanktionen aufs Business. Mit sehr guten Obermott-Rängen in der Schweiz, in einer Branche, wo ich das Gefühl habe, haben wir Zukunft, da würde ich jetzt zugreifen. Es kann gut sein, Peter, dass die Märkte korrigieren, dass diese Rallye vom letzten Jahr umgekehrt wird, revidiert wird. Es kann aber auch sein, dass die Inflation uns einholt und dass die neuen Niveaus einfach die Zukunft sind. Das kann auch sein. Oder Inflation ist natürlich super für eine ABB, weil sie können die Maschinen teurer verkaufen, oder? Man spricht ja jetzt schon von massiver Inflation bei, man soll jetzt ja neue Waschmaschinen kaufen und so, habe ich da gehört in der Boulevardpresse. Ich glaube, die Maschinenbauer, die sind wirklich gut unterwegs. Was die Analysten sagen, ist, viele sind hold, also fühlen sich auch unsicher, wie du, Peter, aber es gibt doch mehr, die dann sagen, kaufen oder zumindest übergewichten. Also 11 sagen kaufen oder übergewichten, einer sagt verkaufen und die anderen sind sich unsicher. Und bei den Fundamentals, die zwar nicht relativ sind, von dem her sind sie nicht standardisiert, wenigstens sind sie standardisiert zur Unternehmensgröße, nicht zu den Peer-Unternehmen, Vergleichsunternehmen. Das Price-Earning ist 14, sensationell tief in der heutigen Zeit. Price-to-Book ist 4. Ich würde sagen, ein Maschinenbauer. Ja.